wichtig. Und wir sagen, hallo Europa. Denn Europa ist das, was uns eint. Und Europa ist eine Antwort. Agrarpolitik wird in Europa gemacht. Überall in Europa kämpfen Menschen für gutes Essen und bessere Landwirtschaft. Auch die, die jetzt auf die Bühne kommen. Das sind Aurélie von Pour une autre PAC für eine andere Agrarpolitik aus Frankreich, Inès aus Spanien, Raoul aus Spanien und Clément aus Frankreich. Bitte. Meine Damen und Herren, ich darf hier zum zweiten Mal bei dieser unglaublichen Demo in Berlin ein Grüßwort an Sie richten. Ich aus Frankreich stehe hier mit unseren Mitstreitern aus Polen und aus Spanien. Wir freuen uns sehr, dass unser Kampf gegen die Agroindustrie als grenzüberschreitend sichtbar wird. In vielen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben die Bürger es auch satt. Fordert die Gesellschaft Ernährungssouveränität und will leckeres und gesundes Essen. Sondern überall in Europa werden nun immer mehr Stimmen laut, die eine bessere EU-Agrarpolitik fordern. Und dieses gemeinsame Interesse an bäuerlicher Landwirtschaft macht uns stärker, Bäuerinnen und Verbraucherinnen zusammen. Dank Ihnen, die von Jahr zu Jahr immer wieder hier in Berlin demonstrieren, haben wir eine europäische Bewegung gegründet, die Good Food, Good Farming heißt. In Frankreich mit Pour une autre PAC, aber auch in Spanien mit Pour autre PAC und in Polen mit Living Earth und natürlich auch in der EU mit Good Food, Good Farming haben sie tausende Unterstützer, die heute auf Berlin gucken. Sie geben uns Stärke. Ich übergebe jetzt das Mikrofon noch kurz an meine Kolleginnen Ines, die das spanische Netzwerk koordiniert, und Maria, die im polnischen Agrarreformnetzwerk aktiv ist, damit sie auch noch ein kurzes Hallo an Sie richten können. Vielen Dank! Hola! Sois un ejemplo de lucha y la verdad es que esta lucha es la brújula del cambio. Muchas gracias por luchar por otra PAC. Gracias. Kochani, reprezentuję koalicję Żywa Ziemia z Polski. Jesteśmy z wami, z waszymi żądaniami o lepsze rolnictwo dla środowiska i dla człowieka.